Heute werden wir als letztes Video in dieser Reihe, dass ich Urlaub habe und für euch 3 Videos pro Woche rausknalle. Ich werde es vermutlich nicht mehr schaffen, aber ich glaube, das überlebt jeder. Auf jeden Fall habe ich heute überlegt, dass wir als Abschluss mein Bücherregal umsortieren. Denn eigentlich, ja, ich bin zufrieden, aber eigentlich bin ich auch langsam dann wieder müde, das alles so zu sehen. Und ich wollte auch ein paar aussortieren. Deswegen dachte ich mir, machen wir das jetzt als letztes Video, weil wir das ja sowieso immer mal wieder machen. Ich bin sehr, was heißt zwiegespalten? Ich bin sehr unentschlossen, wie immer. Ich möchte ja eigentlich die Autoren zusammenhalten, dann möchte ich eigentlich farblich gesehen auch so ein bisschen Ordnung schaffen und Genre möchte ich auch irgendwie so ein bisschen, ja, logisch nebeneinander stehen haben. Ich glaube, das Genre ist aber so etwas, was mich am wenigsten, ja, einschränken wird, weil ich glaube, da kann ich mich noch darauf einlassen, dass das eben nicht so wird, wie ich es gerade erzählt habe. Aber was ich eigentlich wollte, ich habe ja ein paar Lücken, was ich aber eigentlich wollte, war, dass wir das so richtig, so wie in einer, manchmal, Bibliothek, wirklich so komplett nichts hochgestapelt, sondern wirklich komplett so gerade durch. Ihr wisst. Ich glaube, das wird nichts, aber das ist so der Wunsch für heute, dass es so richtig Bücherei, Library-mäßig aussieht. Mein Plan wird wahrscheinlich wieder komplett anders ausgehen. Und das schlimmere Regal ist das, was ihr jetzt gerade nicht seht, da hinten in der Ecke. Wir räumen erstmal aus. Also für mich war das eine ganz logische Sache, da Throne of Glass und da die Kate Burkholder Reihe zu packen. Aber während es jetzt hier so steht, finde ich es hässlich. Vielleicht muss ich es reinschieben. Sieht das so besser aus? Ja, es sieht ein bisschen besser aus. Aber die kann ich nie reinschieben, weil sonst sieht man die ja gar nicht. Ich müsste eigentlich alles rausnehmen und frisch starten, aber das möchte ich. Sein. Irgendwie sieht es nicht aus, oder? Also, wartet mal. Das sieht doch blöd. Also ja, hier kommt ja noch was hin, aber hier zum Beispiel, finde ich, sieht es nicht so schlimm aus, aber da sieht es total kacke aus. Und hier, was ist das? Also ich glaube, wir brauchen einfach ein Regalbrett, was wir noch zusätzlich dazwischen packen. Guck mal, was ist das denn? Nee. Nee, sage ich euch, wie es ist, fühle ich nicht. Da oben ist auch irgendwie nicht so das Wahre. Das Lustige ist auch, hier werden Bücherregale umgeräumt, da wird ein Schreibtisch aufgebaut, also richtig mal los hier. Was ist passiert? Was hast du gemacht? Das sind ja keine Tomaten. Was ist es? Bohne! Ach du Scheiße. Soll ich mal gucken, wie schön dein Schreibtisch ist, Mausi? Wowie! Also das ist mir, glaube ich, zu voll hier, das da. Wie man unschwer erkennen kann, habe ich jetzt hier Reihen hingestellt. Alles rein. Hier unten stehen halt welche, wo ich nur den ersten Teil gelesen oder hier habe. Die werden natürlich dann immer nach und nach eingeräumt. Die sind eigentlich noch irgendwie fehl am Platz. Vielleicht kommen die da unten noch hin, aber dann ist da erstmal kein Platz mehr. Dann ist es zwar ein bisschen Spack hier überall, aber ich meine, es werden ja auf jeden Fall noch neue Reihen hinzukommen. Und da packen wir jetzt alle so, ja, Einzelbände und so weiter rein. Und jetzt überlege ich, die nach Farben zu sortieren. Wir schauen mal, aber ich bin bis jetzt eigentlich nicht ganz unzufrieden. Okay. Wir sind fertig. Ich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz cool. Es ist mal was anderes. Ich zeige es euch gleich vom Namen. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Also so auf der Seite habe ich es mir eigentlich fürs komplette Bücherregal vorgestellt. Aber ihr wisst, ich will eigentlich die Reihen nicht auseinanderziehen. Ich habe hier schon Abstriche gemacht und habe sogar AutorInnen auseinandergezogen. Das finde ich sehr schlimm. Ich zeige es euch und dann sagt ihr mir, wie ihr es findet. Okay? Okay. Schaut es euch an. Ich finde, das hier sieht ein bisschen voll aus, aber egal. Und hier, vielleicht tauschen wir das noch, weil das ist ein bisschen leer. Obwohl, da kommen ja noch...
Da kommen ja noch Teile. Ihr wisst so, ne? Naja. Und weiter geht's, weiter geht's. Ich wollte die ja eigentlich aussortieren, aber sie passen da jetzt so schön hin. Die bleiben einfach da, bis ich eine neue Reihe habe, die da hinstellt. Hier sind noch so Einzelbände von Reihen, die ich entweder noch nicht hier habe, die nächsten Teile, oder noch nicht gelesen habe. Und hier unten ist halt alles vollgestopft, aber das ist so Sachbuch und Reise und Kinderbuch. Ja, das ist Regal Nummer 1. Und hier ist Regal Nummer 2. Wie gesagt, ich wollte das eigentlich so überall haben. Hier ist nur Diogenes, dann ist hier weiß in gelb. Und dann habe ich es ein bisschen aufgebrochen, weil ich fand das dann irgendwie schöner, wenn das noch ein bisschen aufgebrochen ist. Das ist natürlich sehr voll, ne? Aber hier geht es so von dann, sag ich mal, rosa, rot, orange, hellblau, blau und da unten grün, schwarz. Und da unten ist unordentlich, deswegen gucken wir da nicht hin. Aber ja, so sind jetzt meine Regale. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, so wären die Ausschnitte für die Videos. Ist natürlich schon sehr leer, ne? Dann muss ich aber einfach mehr lesen. Nice. Okay, ihr cuten Mäusis, dann war es mit diesem Video. Danke auf jeden Fall, dass ihr in diesen 2 Wochen, die ich Urlaub hatte, so fleißig dabei wart, so schön kommentiert habt. Es kamen jetzt, glaube ich, 3 Videos pro Woche. Das werde ich jetzt offensichtlich nach meinem Urlaub nicht mehr schaffen. Wenn dieses Video rauskommt, bin ich, glaube ich, auf der Frankfurter Buchmesse. Nicht glaube ich, sondern bin ich auf der Frankfurter Buchmesse, und zwar sonntags. Und vielleicht gibt es davon noch einen Vlog, je nachdem, was wir da so erleben. Und dann würde ich sagen, ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, wie ihr es findet. Wie habt ihr eure Regale organisiert? Was findet ihr besser? Rein, durcheinander, farblich aber trotzdem, egal. Schreibt es gerne. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und tschüss.